So, dann muss ich den Weg jetzt leider ein bisschen höher machen. Und hier mache ich jetzt mal so, ne? Kann ich da vielleicht noch eine Lampe drauf machen oder irgendwas? So geht das, ne? Dann kommt man hier runter und dann hat man den Weg eben einen höher. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz. Doch, die müssten eigentlich reichen. Naja, eigentlich, ich ärgere mich darüber auch nicht wirklich. Ganz ehrlich, das trifft mich so überhaupt nicht. Eigentlich tut es mir fast schon leid für die Leute, wenn die sonst nichts anderes im Leben haben, außer sich daran irgendwie aufgeilen zu müssen oder sich darüber definieren zu müssen, andere Leute schlecht zu machen, wenn man selber sonst nichts im Leben gerissen hat und das braucht für sich selbst. Bitteschön. Ich sehe das entspannt von der anderen Seite der Medaille, sage ich mal. Mir kann es ja Wurst sein. So, wir haben jetzt ein schönes Wegelein. Jetzt müssen wir nur noch alles links und rechts hochziehen, oder? Wir lassen das einfach auf der Höhe, so wie es jetzt ist. Dann ist der Weg zwar ein bisschen erhöht. Das ist keine schlechte Idee. Ich brauche auf jeden Fall noch, hier habe ich ja Holz dabei. Was ich dann aber noch mache, das hier können wir auf keinen Fall so lassen. Ich weiß auch noch nicht, welche Bäume davon bleiben dürfen und welche nicht oder können, wie auch immer. Das sehen wir dann. Jetzt mache ich erstmal hier überall die Stämme wieder hin. Zips, 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 zips. So, dann haben wir jetzt quasi diesen Überweg hier, ne? Ey, for the Überweg. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, ich lasse diesen Hügel hier, lasse ich mal. Ach was. Na, ich hoffe, dass mich Nintendo jetzt nicht gleich, dass mir Nintendo nicht gleich in die nackte Tasche fasst. Huch. Cool, danke. Tja, ich fürchte, den mache ich mal einfach weg. Normalerweise müsste ich jetzt natürlich Grundstücke abstecken und so weiter, damit ich halt hier genau planen kann, wie das Ganze hinterher aussehen soll. Aber ganz ehrlich, ich mache das mal wieder völlig ungeplant. So. Eigentlich könnte ich das hier auch lassen. Aber ich mache da jetzt mal Erde draus, damit wir hier was Ebenerdiges haben, im wahrsten Sinne des Wortes. So, dann schütte ich das Ganze mal mit Erde. Huch, ich bin ja so schlau. Schütte ich das Ganze mal mit Erde zu hier. Moment, Moment. Dim, 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 dim. Dili, dim. So. Das nehme ich mir noch mit. So, da haben wir hier quasi. Was Ebenerdiges, hier haben wir noch die ganzen Büsche, die kann man inzwischen ja auch selber setzen. Also eigentlich kann ich die da wegreißen und selber nochmal alles hinpflanzen. Ich glaube, der Großteil wird dann hier auf dieser Seite stattfinden. Ich weiß nur noch nicht genau, was das heißt, der Großteil und stattfinden. Und dann mache ich das mal so. So, ich probiere da gerade mal was, ne? Nicht wundern, ich probiere ja gerne und oft. So. Ist ja wie im richtigen Leben. Man muss sich einfach auch einfach mal Sachen trauen, die man vorher vielleicht noch nicht so gemacht hat, die man sich vorher noch nicht so getraut hat. Einfach mal auch sich selbst überraschen können und dürfen. Damit das Leben nicht zu eintönig wird, ne? Damit das Leben nicht irgendwie zu sehr in geordneten Bahnen, also geordnete Bahnen sind gut und wichtig, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, aber wir wollen es ja mal nicht übertreiben mit den geordneten Bahnen. So, ich mache dann hier mal so. Schnick! Hey, du geile Schnecke, na? Öfter hier? Hat man neulich das lustige Thema Gleichberechtigung, ne? War ja nicht allzu ernst zu nehmen. Also hier mit dem Club-Eintritt und sowas. Obwohl es stimmt natürlich, dass das auch Sexismus ist, ganz klar. Aber natürlich ist nicht das, wofür Feministinnen kämpfen, ist natürlich nicht freier Eintritt in die, in Club oder so. Das haben sie ja schon. Das brauchen sie ja nicht zu erkämpfen.
Was ich übrigens auch sexistisch finde, ganz kurz angemerkt. Frauen haben ja bekanntermaßen, also ich pack's mal offen auf den Tisch, Frauen haben ja Brüste, ne? Das ist ja so eine Sache, die geht uns Männern ja so ein bisschen ab. Also Brüste, die haben wir meistens nicht. Wenn, dann handelt es sich um sogenannte, ich sag mal, wir sprechen es einfach mal beim Namen aus, es handelt sich dann um sogenannte Man-Boobs. Und liebe Frauen, versteht mich nicht falsch, Brüste sind schön und wichtig auch. Also, ja, kann man sagen. Und Man-Boobs sind es nicht. Und ich frage mich, ist das nicht auch eine Art von Sexismus? Wenn Männer Brüste haben, warum sind diese gesellschaftlich nicht genauso anerkannt als toll? Das ist dann immer so ein bisschen eklig, ne? Wenn du dann so vorne irgendwie die Quaddeln hast als Typ oder am besten noch irgendwie so eine, ich weiß nicht, so Michael Jackson Gedenkfrisur da oben drauf, dann ist das nicht so geil. Verstehe ich gar nicht. Oh, warte mal, ich guck mal ganz kurz, mach ich das lieber so oder mach ich das lieber ohne Weg? Ich mach's mal mit Weg dann, ne? Huch. Die Frage ist, sorry, wenn ich jetzt beim Thema abkomme, und das finde ich eigentlich eine Schweinerei. Ich mache mal den Weg ein bisschen weiter in Landesinneren sozusagen. Finde ich ja eine Schweinerei, dass ich finde, Frauen sollten genauso brustfixiert bei Männern sein wie umgekehrt. Das alles andere ist natürlich Sexismus. So, und brustfixiert heißt natürlich nicht, welch ein starker Oberkörper, sondern natürlich, geile... Ich traue mich gar nicht, das Wort im Let's Play zu sagen. Titten. So, habe ich es gesagt. Liebe Eltern, die ihr da zuguckt mit euren Sprössen, ihr müsst es doch sowieso irgendwann erklären. Und dann so stotternd da rumsitzen und sagen, ja, es gibt die Blümchen. Gibt es heute eigentlich noch Sexualerziehung oder passiert das alles auf dem Schulhof, frage ich mich. Wie ist denn das? Oder ist das heute so, dass die Kinder das ihren Eltern beibringen müssen, wie das richtig geht? Ich weiß das ja gar nicht mehr. Also wir wurden damals noch, ich erinnere mich noch, ich habe kein Gravier mehr, Mist. Ich erinnere mich noch, meine Mom hat es damals versucht bei uns, hat sich dann hingesetzt mit uns und den Nachbarskindern, ich brauche dringend Gravier, ich hole mal kurz, hat sich dann da hingesetzt mit uns und den Nachbarskindern und wollte uns dann tatsächlich so sexuell aufklären. Und dazu hatte sie so ein Buch, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, ich weiß auch nicht mehr, was drin stand, weil zu diesem Zeitpunkt, ich war noch ein paar Tage jünger, sage ich mal. Heute weiß ich inzwischen, wie das alles funktioniert. Das habe ich inzwischen alles handwerklich gelernt. Vor ungefähr einer Woche natürlich erst, weil ich Gamer bin. Ich habe mit sowas sonst nicht am Hut. Ich habe darüber in einem Comic-Heft gelesen. Nein, jedenfalls war das so. Meine Mutter hatte dann damals, sie hat uns mit uns und den Nachbarskindern hingesetzt, mit so einem Büchlein und hat versucht, uns das irgendwie zu verklickern. Meine Mutter war da eh sehr aufgeschlossen und ist es auch heute noch. Bin ich fest von überzeugt, will es aber im gleichen Atemzug eigentlich gar nicht wissen. Jedenfalls war das dann so, dass ich weiß gar nicht, ob sie sich dessen bewusst ist, aber ganz ehrlich, für mich waren das alles total böhmische Dörfer. Für mich saß meine Mutter da mit irgendeinem Buch und hat irgendwas erzählt, von dem ich überhaupt gar keine Ahnung habe, was das soll und was die überhaupt meint und wie, was haben denn und irgendwas Frauen da unten und dann so eindringen, lalala, eindringlich erklärte sie die Dinge, die dort auf der Hand lagen und auch überall anders herum und ich saß da ehrlich gesagt, ich glaube wie die Kuh vom Glatteis, muss man mal sagen, mit großen Augen und hab nichts verstanden und das noch viele, viele Jahre lang nichts verstanden. Was sie erklären wollte. Naja, muss ich immer wieder dran zurückdenken, aber ich finde es toll, dass sie es immerhin versucht hat. Ich weiß aber nicht, wie das heute so ist, ob dann... Also ich, so wie ich das heute sehe oder so wie ich es heute anhört, ich habe ja selber keine Kinder, noch in Klammern, das wird sich ja nächste Woche dann auch ändern. Nein, ich wollte doch nur mal einen Scherz machen. Es sind schon noch 2 Wochen. Nee, auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Wo bin ich denn jetzt stehen geblieben? Hey, ist das nicht ein Mumpf? Hä? Wie kann ein Mumpf sich vermehren? Alter, hier ist doch niemand... Derpy? Hast... Nein, das kann nicht sein. Das wäre anders, Fabi. Wo kommt denn das rausgekullert? Mumpf war doch vorher noch ein Kind, als wir die hier rüber gesperrt haben. Als sie hier rüber gesprungen ist, meine ich. Wir haben sie ja nicht gesperrt, die ist ja gesprungen.
Das ist ja, ich will das gar nicht wissen. Also gerade, wo wir beim Thema Aufklärung sind, Kinder, vergesst das. Ich habe gerade gelernt, da fallen einfach Babys raus. Egal welches Geschlecht, es fallen einfach irgendwann Babys raus. Hat eigentlich irgendjemand irgendwann jemals die Geschichte mit dem Klapperstorch geglaubt? Wie bescheuert, da muss man sich auch überlegen, woher nimmt denn der Storch die Menschenbabys? Da habe ich mir mal vorgestellt, als ich klein war, da hieß es ja auch immer, irgendwie der Storch bringt die Babys. Da habe ich mir dann immer vorgestellt, da ganz so klein war ich dann nicht mehr, aber ich hatte diesen Faden mal irgendwann verfolgt, dass der Storch die Babys ja auch irgendwo herkriegen muss. Dinge erscheinen ja nicht einfach so, sie müssen ja immer von irgendwo abstammen oder herstammen. Und, oh, welch schönes Ross. Und, da habe ich mich dann immer gefragt, oder habe ich mir mal vorgestellt, dass dann irgendwie so ein fieser Storch in irgendein Dorf kommt und da die ganzen Babys raubt. Fliegt dann ran und klaut die Babys und bringt die einfach irgendwo anders hin. Damals hieß das natürlich soziale Umverteilung. Genau wie bei Robin Hood, nur halt mit Babys, mit Menschenbabys. Macht der Mensch ja ähnlich bei Tieren. Da heißt es dann aber nicht soziale Umverteilung, da heißt es Zucht. Wenn dann wieder irgendeine andere geschändete Tierart gezüchtet wird, nur damit sich irgendwelche reichen Bastarde irgendeinen Moppel in die Handtasche stecken können, der mit jedem Schritt Schmerzen hat, aber egal, der sieht ja so süß aus. Gott, ey, manchmal, so manche Leute möchtest du echt... Da möchtest du auch mal die DNA rausziehen, und zwar mit einer Spitzhacke aus dem Arsch willst du die DNA rausziehen und dann züchtest du da irgendwas Neues draus. So. Naja, jedenfalls, ach, guck mal. Jedenfalls, Man-Boobs gesellschaftlich anerkennen. Initiative für die Anerkennung stattlicher Man-Boob. Aua! Hörst du mal auf, ich schneide dir die Eier ab. Habe ich auch gerade gemacht. Oh, ein Donkey. So, ich wollte hier gerade. Ich möchte natürlich nicht den ganzen Wald wegmachen, aber wahrscheinlich müssen wir dann später künstlich anbauen. Ich weiß noch nicht genau. Hä? Ein Panda! Ein Panda-Bär! Hallo Panda! Panda! Randa, das ist ein Panda. Ja, da guckst du. Du kleiner Panda, ich schubs dich. Ich schubs dich. Kann man den ins Meer schubsen? Meer Panda. Ne, es geht glaube ich nicht. Man kann ihn nur so rumschubsen. Arme Panda-Bären werden immer rumgeschubst. Panda. 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 Das sieht irgendwie falsch aus. Ich lass das mal lieber. Was ist das da? Ist das auch ein Bär? Ich schalte mal aufs Schwert. Bär. Bär. Schau mal her. Bär. Alter, der dreht mir immer seinen Arsch zu. Das ist ekelhaft. Diese Bären hier, der reibt sich schon wieder. Noch ein Bär. Ist das ein Mäusebär? Ach, da unten ist irgendwo eine Spinne. Schnauzeschlange. Wegen dir ist Eva tot. Ah ne, die ist ja woran ist Eva eigentlich gestorben? Weiß man das? Wahrscheinlich ein Inzest. Huch, mich greifst du aber nicht an, ne? Du bist ja lieb. Ach, das war... Das sah aus, als hätte er einen Löwe. Alter, der greift das Pferd an. Nee, doch nicht. Der hat vorhin gegen irgendwas gekämpft. Ich weiß aber nicht gegen was. Miezekatze. Hallo, ich bin's Siegfrieds Bruder Roy. Hallo. Komm, ich kürze dir mal die Frisur. Bis zum Hals. Oh, hier ist der Baum irgendwie geschändet. Das war ich aber nicht. So, hier sollte ja eigentlich ursprünglich ein See rein. Vielleicht machen wir das noch, vielleicht dann aber anders. Vielleicht, ich weiß noch nicht genau. Auf jeden Fall habe ich mir das so vorgestellt. Welch prächtiger Zossen. Der geht jetzt weg, okay. Hier hatte ich mir vorgestellt. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das so machen kann. Da hinten kämpfen wieder, Alter, Tiger gegen Löwen. Hier ist ja was los, Alter. Ich wollte doch hier nur... Hier ist doch Neubaugebiet. Ich muss doch vorher die Tiere alle ausrotten.